Hallo Leute, wir spielen Minecraft. Nein, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Review der Wrestling Review. Heute mit dem schönen Pay-Per-View Vengeance. Und an meiner Seite ist tatsächlich heute nur eine Person, deswegen mache ich auch wieder die Einleitung. Stell dich doch mal vor, eine Person, die da noch ist. Ja, nachdem Otis zu blöd war, sein Headset mitzunehmen, sind wir jetzt am Donnerstag noch immer nur zu zweit. Ja, ich glaube, ich brauche mir jetzt dadurch nicht mehr vorzustellen, wer ich bin. Ich meine, die Es Hater, die haben ist jetzt sowieso wieder ausgeschaltet, einen Daumen nach unten gegeben. Ja, danke, ich liebe euch auch. Mua. Shooten bekannt. Man nennt ihn auch liebevoll Ösi. Ja, du Aber nennst mich so. eigentlich heißt er Paddy. Und deswegen belassen wir es doch einfach dabei und gehen einfach auf den Pay-Per-View. Ja, ist jetzt schon 4 Tage her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, bei dir ist es nicht anders. Vengeance ein. Kannst du mir denn etwas bisschen zu den Daten sagen, mein lieber Paddy? 23. Oktober 2011. Wir waren in San Antonio, Texas, genauer gesagt im AT&T Center, wo auch der Rumble 07, glaube ich, stattfand, im selben, in derselben Halle. Haut und aufschauen, Michaels! Boah, wo ist mir gerade kalt? Ja, ist hoffentlich bekannt. Ja, unsere Kommentatoren waren Jerry Lawler, Michael Cole und Booker T. Irgendwie wünscht man sich immer noch Jim Ross anstatt Michael Cole. Ich finde Booker T inzwischen sogar sympathischer als Michael Cole, weil er einfach so gut übertreibt. Sein neuestes Lieblingswort war: Wow! Nein. Wow. Ja, ich wollte es jetzt so ein bisschen in der typischen Booker T-Art übertreiben. Man darf vielleicht noch sagen, für die Leute, die es nicht wissen, Vengeance ist natürlich ein WWE-Pay-Per-View, hat man spätestens auch bei den Kommentatoren gemerkt. Und wir sind jetzt im Prinzip, es wird von allen so ein bisschen als so eine Art Zwischen-Pay-Per-View angesehen, von mir übrigens auch. Aber Berechtigt. wir hatten auch übrigens wieder unser tolles Wettspiel, auf das werden wir dann auch noch eingehen. Zu dem Match abgeschlossen, heute schon einen Tag vorher, ich glaube am Samstag hatten wir das schon abgeschlossen. Kann das sein, Ösi? Ja, wir haben es vor dem Pay-Per-View abgeschlossen, damit niemand schummeln kann. Und es war weitaus spannender als bei Bound for Glory 2011. Ja, insgesamt wurden vier Sieht man. Matches von allen gleich getippt, also die andere Hälfte ist komplett anders bei jedem. Wir lagen eigentlich theoretisch bei zwei Matches komplett falsch. Bei einem Match kann man sagen, so halb, das konnte man nicht an. Und ein Match lagen wir wirklich alle komplett falsch. Alle anderen haben wir mindestens einer von uns richtig getippt. Ja, das ist dann wohl so. Ich denke mal, wir fangen mal ganz am Anfang an. Ja, am Anfang ist eine gute Idee, am Ende Ja. Anfang hat keinen Sinn. Willst Da es hier um meine neue, fast schon liebgewonnene Tag Team Division geht, fangen mache ich doch gerne den Anfang. Wir sehen Vicky Guerrero und ihre beiden Freunde Jack Swallow und Adolf Ziggler, Hitler, Dolph Ziggler gegen und meine Lieblinge von Air Boom, die inzwischen auch ein eigenes Team und sich auch kleidungsmäßig gut angepasst haben, auch ihren Entrance gut zusammen jetzt kombinieren. Also ich mag das Team doch sehr. Ich weiß nicht, bist du inzwischen eher von Air Boom ein bisschen mehr begeistert als am Anfang? Oder ist es immer noch so zusammengewürfelt? Es ist zusammengewürfelt. Aber es harmoniert. Ja, ich habe jetzt noch kurz was nachgelesen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen abgelenkt gerade. Es ist einiges passiert an diesem 27. Oktober. Was? 4 Tage ist das schon wieder her? Oh, Scheiße. Ja, wir hatten jetzt zwischendurch den Tod von Gaddafi, den Tod von Marco Simoncelli. Rest in peace, Sigrid. Aber darum geht's ja nicht. Konzentriere dich doch bitte mal auf Wrestling. Ja, ich habe jetzt auch alles zugemacht. Man bekommt viele Nachrichten an einem Tag, unter anderem. Und das ohne auf Facebook zu sein. Ja, zum Match selbst. Also, es gibt eine Kombination in dem Jahr 2010, 2011, die was kein Schwein sehen will. Und das ist Dolph Ziggler und Kofi Kingston. Vollkommene Zustimmung. Wirklich. Also ist ja auch oh Gott. Aber in einem Tag, die machen, macht es wieder mehr Sinn. Und ich muss auch sagen, das war das erste Mal, dass Dolph Ziggler und Jack Swagger mir doch auch gut zusammengefallen haben bei diesem Match. Also es war jetzt nicht so dumm aufgezogen wie beim letzten Mal. Ja, also man hat hier doch tatsächlich zwei ehemalige World Champions. Nein, nicht Kofi Kingston Trauerminute. und Evan Bourne. Eine kurze Trauerminute, Eddie, bitte. Ja. Danke, danke, danke. Ja, das haben die meisten schon wieder verdrängt. Ich glaube, Cole hat es erwähnt im Match. Ich glaube, die Hälfte der Halle wusste das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil WWE-Fans sind ja im Allgemeinen sehr kurzlebig. Kann man vollkommen so sagen. Ja.
Und zum Match selbst, von den Vieren konnte man es eigentlich erwarten, dass sie doch untereinander schon ein bisschen kennen. Vor allem Kofi Kingston Ziggler hatten wir erst. Gefühlte 10.000 Mal. Ja, das ist wohl so. War sehr, naja, kreativ, muss man schon sagen, so eine lange Matchreihe. Was ja auch sehr interessant ist, doch, dass eigentlich das ganze Match schon ein bisschen mehr, eigentlich fast schon aufs nächste Match hingearbeitet wurde, denn da hatte der liebe Dolph Ziggler, also ich gehe ganz kurz aufs nächste Match ein, dann gehen wir nochmal auf das Match ein, nämlich noch ein Einzelmatch gegen meinen Liebling Nummer 2, Zack Ryder, um den United States-Titel. Also es ging sozusagen zwei Titelmatches hintereinander, so waren unsere Tipps auch ziemlich klar. Wir haben bei diesem Tipp, bei diesem Match auch alle auf Airboom getippt und wir sollten damit auch recht behalten. Wieder gibt es den Airborne zum Sieg und wieder, muss ich sagen, liebe ich diese Aktion einfach nur. Also Matt Sydal und sein schöner, also, Shooting Star wie heißt, Press. genau, die aber schöner springt als ein gewisser Billy Kidman, der eigentlich weitaus als der Erfinder davon gehalten wird. Ich habe jetzt einmal ganz kurz recherchiert. Es gab insgesamt 113 Mal die Begegnung Dolph Ziggler gegen Kofi Kingston. Auch in Tag Team Matches. Also das ist wirklich alles zusammengerechnet. House-Shows, Pay-Per-Views, TV-Shows, Tag Team Matches. Also wir hatten es wirklich schon mehr als Möchte genug. diese ganze. Ich meine, gut, im Text macht Sinn. Es war auch kein schlechtes Match, war definitiv ein guter Opener und ich finde mit 13 Minuten 23 sogar ein relativ langes Match. Also eins der längsten des ganzen Abends. Ja, ich erinnere mich an Tag Team Matches, die was wir earlier this year hatten, mit 90 Sekunden, also ist das schon mal eine Steigerung. Mania und Extreme Rules sind da, von den Manias da ein extremes Beispiel, wo wir zwei Multi-Man-Tag-Team-Matches hatten, die nicht beide nicht über die 10 Minuten insgesamt zusammen hinauskamen. Kamen sie auf die 5 zusammen? Wahrscheinlich nicht mehr das gescheit. Egal. Vielleicht das. Gut, kommen wir dann gleich zum nächsten Match. Und hier geht es sich um einen meiner absoluten Lieblinge. Ich mag den Mann schon seit einem guten Jahr inzwischen, doch, den lieben Zack Ryder. Und dank seiner schönen Internet-Show ist er jetzt auch vielen, vielen Leuten beliebter geworden. Also es ist wirklich so, ich denke mal, man macht ihn, baut ihn jetzt auch auf zum United States Champion, die Long Island Iced Tea, Zack Ryder. Und ich war eigentlich auch schon klar, also wir haben ja auch beide auf Dolph Ziggler, also nee, ich glaube, ihr habt beide, du und Ode, sowohl auf Zack Ryder getippt und ich habe als einziger realistisch auf Dolph Ziggler getippt und so sollte es dann ja auch leider kommen in einem relativ kurzen Match, das aber gar nicht dumm aufgezogen war, weil man hat richtig gemerkt, Ryder will diesen Sieg, geht da vielleicht auch sogar ein bisschen zu übermotiviert in die ganze Sache rein, nicht abgeklärt genug und deswegen gibt er das wahrscheinlich auch aus der Hand. Andererseits darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es noch eine Einmischung von draußen gab, denn die Faces wurden weggeschickt, ja, Logik bei der WWE, die Heels dürfen am Ring bleiben, aber die Faces, die ach so bösen Kofi Kingston und Evan Bourne, dürfen weggeschickt werden. Na sicher, der böse Grasraucher. Wer von beiden? Kofi? Na, der Jamaikaner. So wurde früher angekündigt, dass er aus Jamaika kommt. Jetzt ist er angeblich aus Ghana. Wir haben mal wieder Das hier die glaube ich auch. Kurzlebigkeit. Vor 4 Jahren war der noch aus Jamaika, jetzt auf einmal ist er aus Ghana. Interessiert kein Schwein. Man macht trotzdem Yay! Ich finde, es war auch schön aufgezogen, dass Ryder wirklich so richtig heiß war. Also ich mag die Intensität in diesem Match, auch wenn es nur 6 Minuten 4 ging und Dolph Ziggler natürlich eigentlich auch der sinnvolle Sieger ist. So hoffe ich doch, dass man jetzt keinen Fehler macht und wirklich auch den lieben Herrn Ryder zum United States Champion aufbaut, weil das wäre wirklich was, ich glaube, was der WWE wirklich neuen Wind geben könnte, so ein bisschen. Du weißt, Naja, dass ich von dem Mann viel halte. ich weiß, dass ich von Ziggler wenig halte. Von Adolf halten wir im Allgemeinen nicht viel. Deswegen gehen wir auch lieber gleich weiter zu einem Match, wo wir viel von halten, denke ich mal. Wir waren Backstage. Oh, Entschuldigung. Natürlich. Das Match, das mich am meisten gespannt gemacht hat, CM Punk und Triple H gegeneinander Backstage mit Teddy Biasen. Nein, Quatsch. Natürlich nur ein kleines Segment, in dem die beiden sich im Prinzip darüber unterhalten, dass es unsafe working conditions demnächst für Miss und Truth gibt. Und dann haben wir dann direkt im Anschluss gesehen mit Natalia Kelly, die natürlich wieder rumstehen musste, als wäre sie in einem schlechten Porno attackiert wurde. Und jetzt dürfen Kelly und Natalia den Ring nicht betreten, geschweige denn näher. Beziehungsweise, richtig, sie dürfen nicht mal in die Halle. Naja, ich meine, Kelly hat sowieso was anderes zu tun, da waren glaube ich ein paar Betten frei an dem Abend. Wahrscheinlich auch ein paar Jungs, die noch Zeit hatten. Ja, aber das interessiert uns alles nicht. Der Main Event im Bett, sondern das Damen-Titel-Match interessiert mich da schon ein bisschen mehr. Und zwar Eve Torres gegen unsere Championess. Wer war das nochmal? Wer war das nochmal? Ich glaube, Beth Phoenix. Bett, Bett, Phoenix. Eve Torres ist keine schlechte Wrestlerin. Habe ich schon vor dem Match immer wieder zu Patty gesagt und es wurde ja auch definitiv bestätigt, dass sie einiges kann. Warum sagst du das immer zu mir? Ich weiß es doch längst eh.
Ja, das ist so allgemein, weil ich ja mit dir weiß, dass ich mit dir bloß sprechen kann. Sonst versteht mich ja keiner, wenn ich sage, ich bin doch eine gute Wrestlerin und so. Was ich kenne, Gilly Ich Gilly kenne Kelly Kelly und Melina, Alter. Schlampe. Ja, wie dem auch sei, das Match war von Anfang an schon mal ein bisschen länger als drei Kelly Kelly Matches in einem, nämlich Man darf sieben vielleicht auch noch sagen, Minuten. dass wir auch im Allgemeinen alle auf Beth Phoenix getippt haben, wieder mal. Das heißt, im Moment führt Eddie mit einem Punkt Vorsprung. Ja, dann lassen wir das dabei einmal. Das Match war besser als die Matches gegen Kelly, auch wenn es zwei, drei, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, böse Botches gab, aber Leichte Botches. man hat gemerkt, dass da irgendwas nicht passt. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie irgendwie ein Skript gekriegt haben, das nicht ganz passt so. Also teilweise war es wirklich schön anzusehen. Auch so Eve hat wieder schöne Aktionen gezeigt und auch Beth, aber es war irgendwie so wahnsinnig ganz sicher. Eigentlich hätte man hier von allen Seiten erwartet, dass Beth Phoenix doch schon die arme Eve Torres ziemlich zerstören darf und das ist ja dann doch nicht so passiert. So, und jetzt da fällt mir da gerade etwas ein zu einem Cage-Match-User, dessen Namen ich nicht nennen werde. Der meinte, dass unsere gute Beth Phoenix ein verdammtes Mannsweib sei und dass der Gürtel endlich zu Kelly Kelly wechseln soll, dann könnte man sich den wenigstens schön ansehen. Ich weiß ja jetzt nicht, ich bin da ja nicht so der Begabte, aber ich weiß ja jetzt nicht, eine Frau, die normal gebaut ist, im Gegensatz zu Kelly Kelly, die schwerst unterernährt ist, als Mannsweib zu bezeichnen? Ich weiß ja nicht. Also, Was sie hat ist auch ein nicht. Mannsweib, verdammt nochmal! Sie hat ja auch nicht so eine dunkle Stimme wie ihre Zwillingsschwester, die bei den American Gladiators arbeitet. Auch bekannt als Helga. Und Eve Torres ist definitiv auch hier mit gut dran beteiligt gewesen. Ich finde auch, dass es mit Glam Slam würdigen Sieger gab mit Beth Phoenix. Also sind wir immer noch der liebe Eddie mit einem Punkt weiter vorne. Ja, ich möchte dazu sagen, die gute Eve, die kommt aus der verdammten Diva Search. Ja, auch. Glaube ich, der erfolgreichste Teilnehmerin wahrscheinlich. Also Ich von glaube, Wrestling Skills her. Candice hat den Titel. Also, ich glaube, Candice war auch aus der Diva Search. Ich meine, ja, aber also Candice war doch nicht so gut wie Eve, oder? Sagen wir mal so, sie hat sich verbessert im Laufe der Zeit, hatte nur verletzt Okay. mich. Ja, dann waren wir Backstage bei der großen Show. Ja, The Big Show, jetzt wieder mal als Face. Ich meine, bei Big Show kennt man das ja. Mal Face, mal Heel, mal Face, mal Heel, mal mit Kane, mal Beides. gegen Kane. Mal beides, genau. Er ist der beste Tweener, den ich kenne. Ja, Matt Striker war da bei einem Interview mit dem guten Show und es gibt heute einfach die Rache an Mark Henry, der wird zerstört. Ja, und dann gab es Zerstören ist ein DVD-Bank. gutes Wort für die DVD, die da beworben wurde, nämlich eine DVD, die es komplett um Shawn Michaels und Bret Hart und vor allen Dingen um den Montreal Screwjob geht. Aber auch wahrscheinlich um die Jahre davor und danach, denke ich mal. So, ich weiß ja nicht, Es ich habe geht die um die DVD. Fehde, die persönliche und In-Ring-Fehde nehme ich jetzt mal an. Die beiden verstehen sich inzwischen relativ gut, so wie ich gehört habe. Sie sollen tatsächlich Freunde geworden sein auf ihre alten Tage. Wenn man das vor 2 Jahren erzählt hätte, hätte ich ausgelacht. Ja, das ist wirklich eine der krankesten und hasserfülltesten Fäden in und out-ring gewesen, die es jemals gab. Wenn nicht sogar die hasserfüllteste. Ja, Hass ist ein gutes Stichwort. Es gibt manche Leute, die sind voller Hass und es gibt manche, die wollen einfach noch ein weiteres Match bekommen. One more match. One more match. Ja, Es unser ging lieber jetzt guter nicht. Freund Christian Cage durfte gegen den früheren WWE Champion Fella Sheamus antreten. Und jetzt kommen wir wieder zu den Tipps. Otis und ich haben auf Sheamus getippt und Eddie hat auf den früheren Führer der Peep Show. Der Pieps gestimmt. Wer recht hat, seht ihr in den nächsten 2 Minuten Der wahrscheinlich. frühere Führer, das hört sich irgendwie an, als wäre das dein Job gewesen, Ösi. Seht ihr nur, weil ich aus Österreich komme, werde ich hier sofort als. Ich habe keinen Shame. Seitenscheitel. Ich habe noch nie eine Ja, antisemitische Mogli ist gut. Schrift verfasst und ich habe keinen schönen Bart in der Mitte. Mogli, komm runter. Fick dich. Sheamus gegen Christian auch beim letzten Pay-Per-View schon gesehen, auch bei SmackDown glaube ich jetzt schon öfters gesehen, so ein bisschen ähnlich wie Orton ist Christian hier da, um die Gegner aufzubauen. Anders kann man das wirklich hart gesagt nicht sagen. Er ist da, um die Gegner aufzubringen und das macht er gut. Er ist ein verdammt guter In-Ring-Worker, das hatten wir ja schon das Thema letztens. Und Sheamus ist der definitiv zu einem sehr guten Face inzwischen auch. Also zu Wrestling-technisch hat man sich jetzt in 2 Jahren, 2 Jahre ist er jetzt in der WWE, ne? Zwei.
sehr gut weiterentwickelt, muss man doch sagen. Also Und ich muss, es tut mir fast weh, schon zu sagen, aber mit Sheamus hat man einen Worker richtig aufgebaut. also bei Sheamus Unglaublich, hat diese man. verdammte Drecksliga schafft ja doch mal was. Sheamus ist da wirklich eines der wenigen positiven Beispiele. Wir kommen später auch noch zu einem anderen positiven Beispiel. Der hat sich selbst overgebracht, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Richtig. Und zwei andere Beispiele fällt mir da gerade auf. Und der liebe Sheamus, der ist wirklich anscheinend wirklich sehr vielen Leuten sympathisch. Also er kriegt sehr laute Chants. Also was sehr, sehr, also es gab bei den letzten Pay-Per-Views immer so eigentlich Main Event Chants und das war's fast schon. Weißt du, wo ich meine? Es gab Ja. selten Reaction. Inzwischen ist es so, dass bei Sheamus Matches fast schon eine gleiche Reaction herrscht wie bei zum Beispiel Orton Matches oder so. Also er hat den Face-Push wirklich gut rübergebracht und Und er ist auch gar nicht mal so farblos. richtig. Also jetzt nicht, was. Er ist nicht so farblos wie andere farbige, egal. Ich meine, dass er zwar weiß, wie, was weiß ich, was ist mir wie meine PlayStation 1, ich habe die weiße Version. Gott, ja, die hatte ich auch. Die ist cool. Die funktioniert bis heute noch. Ey, PlayStation 1 vor der Win, scheiß auf PS3, Xbox 360, der ganze Mist heißt. Egal, das Match, Ich also habe eine PS2. die ist toll, habe ich hier auch. Die greife ich gerade an. Und bevor ich auf das Match eingehe, muss ich mir jetzt einen Five Gum nehmen. Da fehlt Denn schon unser einer. offizieller Sponsor. Da fehlt ja schon einer. Diablo, hast du meinen Five Gum geklaut? Diablo ist meine Mutter, by the way. Leute, esst mehr Five Gum, denn Five Gum sponsert die Wrestling Reviewer nicht wirklich, leider. Schön wär's. Und was Five Gum auch sponsert, sind die Haare von Sheamus. Diese wunderschönen roten Haare. Es war. Edge, müsst ihr wissen. Es war so ein tolles, ja, aber weibliche Rothaarige, egal, lass das. Ich schweife zu sehr ab, ich merke schon, Uzi, du willst mich ablenken von dem schönen Match, denn es war wieder so Powerhouse gegen Techniker, definitiv kann man das so sagen. Sheamus mit vielen Powers-Aktionen, Christian, der es ziemlich intelligent versucht, Sheamus mal zu provozieren, mal rauszugehen, mal die Gegner hinter sich herzuziehen und so und ja, er will auch endlich mal einen Sieg zeigen. Ich habe ihm ja auch den Sieg gegönnt, ich habe auch auf ihn getippt, nur leider ist es dann wieder das Gleiche. Es ist wieder ein, ich glaube, es war diesmal nicht der. Doch, es war wieder der Bro Kick, nachdem er im Spear ausgewichen ist. Und naja, ich fand der, ich glaube, der war sogar ziemlich gebotcht. War das nicht so, dass der richtig schlecht aussah? Ich muss mich gerade an das Finish erinnern. Oder war das jetzt bei Raw? Ich komme schon leicht durcheinander. Es kann sein, dass es bei Raw der Bro Kick so. Ja, nee, das war bei Raw. Entschuldigung. Man mag mir das verzeihen. Ich gucke zu viel Wrestling in der Es Woche. ist vor 5 Tagen gewesen. Kann sein, dass ich das schon wieder zum Teil vergessen habe. Ja, das war für mich der Main Event. Christian leider wieder verloren. Den Rest habe ich leider mir nicht angeguckt. Ja, nach, später kommt noch ein Main Event jetzt. Ne? Also lass doch mal den armen Cody Rhodes nicht vergessen. Das ist Randy Orton im Match. Trotzdem ist es für mich der Main Event gewesen. Aber okay, lassen wir das. Kommen wir lieber zu einem guten Freund, dem neuen Interims General Manager of Raw, nämlich unserem guten Freund Johnny Ace, aka John Laurinaitis, the Executive President of Talent Relations, bla bla bla. Ja. Der Mann, wie CM Punk so schön bemerkt, immer sein Mikrofon viel zu weit weghält. Das hat er ihm letztens bei Raw nochmal gezeigt, wie man das wirklich macht. Und der ist wieder mal mit Der seinem Kerl soll Freund. sich auch nur, soll ja auch nur sch es nicht schaffen, Verträge zu verlängern und nicht ein Mikro zu halten. Ich halte nichts von Laurinaitis. Er wird jetzt sein neues komischer Face, man weiß nicht warum, aber okay. Ich meine, wisst ihr, wie der Kelly Kelly entdeckt hat? Wisst ihr das? Er hat sie in Einem einem Unterwäschekatalog gesehen. jetzt nochmal Jetzt nochmal ein ganz ganz kurzer kurz Ausschweifen. Wir sind hier in einem zum Schauspiel. Thema Kelly Kelly. Ja. Es ist ein Sport mit Show-Elementen. Und normalerweise muss man ja für so etwas eigentlich. Das muss man können. Ich meine, hinfallen ist nicht gleich hinfallen. Der eine bricht sich was beim Hinfallen, der andere steht sofort wieder auf. Das muss gelernt sein. Der Wenn nächste ich bricht sich mir. die Fingernägel ab. Der nächste bricht sich die Fingernägel ab. Wenn ich mir jetzt allerdings. Ich brauche neue Leute, weil ich habe es versäumt, neue zu suchen. Wo könnte ich Ideen finden? Oh, da sind geile Weiber drin. Ja. Oh, die wird sicher gut ins Wrestling passen. Die nehme ich. Nein. Und dann wird sie als Stripperin aufgebaut bei der ECW. Ja, Extreme Exposé. Und da war die gute Frau 19. Ja. Ich meine, das ist mein Alter. Ja. Und heute ist Miss Fakey abgemagert. Das Gesicht angeblich. Der weibliche John Cena.
Definitiv. Wird ja von uns auch gerne als John Cena weiblich bezeichnet. Aber wir sind jetzt hier nicht mit John Cena weiblich unterwegs, sondern mit David Otunga, Miss und Truth, Dein die. Internet spackt gerade schwerst So, ab. muss ich mal ganz kurz auflegen und bin gleich wieder da. So, Entschuldigung wegen dem kleinen Internet-Fail gerade meinerseits. Ich hoffe, das stört jetzt nicht zu sehr. Wenn der Ösi es rausschneidet, hasst den Ösi dafür. Es ist im Prinzip ein kurzes Backstage-Segment. The Miz und Truth treffen Backstage auf John Laurinaitis und David Otunga und freuen sich wieder bei der WWE zu sein. Und ja, ich denke mal, das ist ja auch schön. Ich meine, ich mag die beiden sehr, Mike. Und ja, das Match, das jetzt kommt, das ist auch schön. Man darf vielleicht noch ganz kurz sagen, dass es jetzt wieder unentschieden steht, weil die beiden Otis und Paddy haben nämlich auf Sheamus getippt, ich auf Christian. Das heißt, ich hatte Unrecht, Sheamus hat gewonnen. Also geht's zum nächsten Match. Und hier haben wir alle auf Triple H und CM Punk getippt. You Aber suck, you suck, you suck, you suck. Entschuldigung. das ist übrigens ein schönes Zitat von unserem lieben R-Truth, der jetzt wieder mit seinem, naja, alten Theme-Song, kann man auf eine Art und Weise schon sagen, reinkommt. Und im Remix, wie The Miz immer so schön brüllt. Und die beiden kommen halt immer jetzt schön rappen zum Ring. Wobei man You merkt, suck, you dass. suck. Wobei man merkt, dass R-Truth definitiv von seinem guten Freund Johnny dazu, also nicht Johnny Ace, John Cena dazu animiert wurde, wieder mehr zu rappen. Denn er war, glaube ich, auch derjenige, der tatsächlich die Idee hatte für den lieben R-Truth, dass er anfängt zu rappen. Die beiden sind nämlich echt gute Freunde. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht um das tolle Match. Ösi. Was? Ich dachte, der Paper ist vorbei. Nein, es kommen noch fünf Oh Matches. Mann, deswegen war das so kurz. Den Rest habe ich ja gar nicht gesehen. Das glaube ich irgendwie nicht. Scheiße. Was, wenn es so wäre? Was ist, wenn ich mir das nur aus der Nase jetzt rausziehe? Oh, das hörst du auf damit? Oh, das? Naja, halben Pay-per-View gucken und dann nicht weiter gucken. Ja, das mache ich seit drei Pay-per-Views so. Ist das noch nie aufgefallen? Das erzählst du mir immer. Ich weiß, dass du ein, zwei Matches bei den letzten paar Pay-per-Views nicht gesehen hast. Meistens war da der liebe Johnny drunter. Verdammt, das funktioniert einfach nicht, den zu bescheißen. Verdammt. Der ist vielleicht Von auch der. nicht so blöd, wie er aussieht. Du hast mich noch nie gesehen. Mir reicht ein Skype-Avatar. Der sieht nicht aus wie ich. Wer ist das dann? Ist das Gulp? Nein, das ist Sid Vicious. Ah, der, der sich das Bein gebrochen hat. Nein, der Punker. Oh Mann. Ist doch dasselbe, oder? Können wir jetzt mal bitte auf das Match eingehen? Ja, Punk Triple H ist natürlich ein Tag Team, das sich seit 20 Jahren kennt. R-Truth und The Miz hatten auch schon 2000 Matches miteinander. Ja. Also perfekte Vorgaben für ein Tag Team Match, meiner Meinung nach. Ich höre mein Du Diablo freust dich kommt, doch was schon kannst du viel. übernehmen? Ja, also der Uzi freut sich eigentlich schon viel, viel mehr auf das Match bei Survivor Series, nämlich von Awesome Truth, R-Truth und The Miz gegen The Rock und John Cena. Da sind wir jetzt noch nicht. Wir sind jetzt hier bei Vengeance. Ich vergesse mal den Namen von diesem scheiß Pay-Per-View. Und ja, was erwartete uns hier? Auf jeden Fall haben wir eigentlich alle getippt, dass Triple H und CM Punk das gewinnen dürfen. Und ja, es wurde dann doch ganz anders. Ich hoffe, der Uzi ist wieder da. Ja, er ist wieder da, nachdem er kurz unterbrochen wurde. Kannst du dich eigentlich noch an genaue Aktionen? Ich bin ganz ehrlich, bei Aktionen in dem Match fiel es mir schwer zu folgen. Mir ging es eigentlich viel mehr, wie wahrscheinlich vielen Leuten, um die Story, denn es war klar. Es ist ja im Prinzip unsere Main Event Story immer noch, obwohl die jetzt schon vier Matches vom Main Event verheizt wird. Warum weiß keiner. Logikprobleme bei der WWE, Ich das kann's dir wird sich heute sagen, warum. fortsetzen. Ich kann's dir sagen, warum. Weil der Mann, der die Main Events gepachtet hat, im Main Event stehen muss. Naja, also Co-Main Event könnte es ja wenigstens sein, verstehst du? Tja, das ist halt eine andere Sache. Wie muss sein, was für Aktionen fallen mir aus dem Match ein? Ich glaube, es gibt ein Leglock gegen Anta mit dem Ko am Kopf, was ich nicht verstanden habe. Und sonst fällt mir nichts ein. Stimmt, es war viel illegales Double-Teaming, weil, soweit ich mich jetzt erinnere, vor allen Dingen am Anfang von Punk und Triple H, nämlich hatte er der liebe Triple H im Figure 4, den, ich glaube, ich weiß, es war sogar den lieben Herrn R-Truth, zur Not war es auch Miss, und es war nochmal wieder illegales Double-Teaming bei den beiden, und es war sehr lustig. Ich finde, es gibt Leute, die, also auch Faces, die betrügen dürfen, ich finde, die beiden machen, also Triple H darf das eh immer, und die beiden haben das auch lustig rübergebracht, und dann war es halt so dieses übliche, einer wird von den beiden assimiliert, ich glaube, es war dann der liebe CM Punk, der ganz schön leiden musste,
Oder was Triple H zur Not? Wie gesagt, das ist schon ein bisschen her. Entschuldigt, dass wir doch bitte nicht so genau sind wie sonst immer. Wir werden dann das dann nachher mit schönen Anekdoten zu John Cena anreichern, vielleicht. Ja, da freut sich der Ösi schon. Man muss sagen, dass der liebe CM Punk auch inzwischen den Elbow Drop von Randy Savage fast schon schöner springt als Shawn Michaels und Randy Savage selber. Nein, Der Quatsch, eine das wäre ein ist bisschen tot blöd. und der andere die Karriere beendet. Das ist ja auch ein Nein, Kunststück dann. das wäre ein bisschen böse jetzt zu sagen. Es sieht immer wieder schön aus, wenn CM Punk, der so gar nicht eigentlich für Highflying bekannt ist, also die WWE-Fans, eigentlich auch den Ring of Honor-Fans, er ist ja doch schon eher der Boden- und Matten-Wrestler. Mit seinen Kicks, die in der WWE verboten sind, so wie alles andere Gute in dieser Scheißliga. Seine tollen Jiu-Jitsu-Skills, meinst du? Seine Muay Thai-Kicks. Mai Tai, meine ich, Entschuldigung. Jiu-Jitsu, Mai Tai, ich bin ein bisschen zu sehr mit Ultimate Fight Championship irgendwie im Kopf. Nein, wir sind keine UFC-Review-Show. Und dann ging es darum, also der Uzi hat mich vorher noch angesprochen, Mensch, wir haben doch Kevin Nash schon ewig nicht mehr gesehen. Meinst du, er kommt wieder? Ach Quatsch, der ist doch noch irgendwie beschäftigt. Ja, Hast du als dann gesagt? Triple H und R-Truth draußen waren, kam das Unerwartete. Der große Lange kam rein, hat Triple H irgendwie zu Boden gehauen und im Ring hat dann CM Punk schön Double Finisher von, ich sag mal, Awesome Truth. Wir müssen R-Truth abgekriegt, also beide Finisher sozusagen kombiniert, das sah irgendwie sehr lächerlich aus. Tja. Ja, 1, 2, 3, klar. Die Sieger sind Awesome Truth, haben wir alle nicht getippt, wir haben alle auf CM Punk und Triple H getippt. Im Nachhinein hätten wir vielleicht mal daran denken sollen, dass Kevin Nash vielleicht doch auftaucht. Naja, wie dem auch sei. Jetzt kommt ja eigentlich die Aktion des Abends. Möchtest du vielleicht darauf eingehen? Wir haben hier Kevin Nash, ein Mann, der in seinem Alter die 5 stehen hat. Ein Autsch. Mann, der gefühlte 37 Knieoperationen hatte. Ein Autsch. Mann, der mittlerweile nur noch eine Aktion kann, nämlich seine Jackknife Powerbomb. Und die versaut er komplett. Gegen Hunter. Er hat Wohlgemerkt. ihn nicht mal zur Hälfte hochgekriegt. Sah wirklich sehr lächerlich aus. Und beim Sturz von Hunter, als Folge darauf natürlich, ich weiß nicht, hat er sich da echt verletzt? Ich hätte kein X gesehen zumindest, aber. Anscheinend wird jetzt gesellt, dass der liebe Hunter sich tatsächlich verletzt hat, denn bei Monday Night wurde er mit einem Hammer, also er hat einen ganz, ganz leichten Schlag vom lieben Kevin Nash in den Rücken gekriegt und dann einen bisschen härteren ins Gesicht. Danach wurde er erstmal mit der Ambulanz ganz schnell weggefahren, weil der Schlag in den Rücken, der war so schlecht. Also, tat so doll weh, Entschuldigung, ich verwechsel das manchmal. Und anscheinend soll das jetzt so ein bisschen einleiten, dass Johnny Ace demnächst auch noch COO wird. Wir brauchen ja Johnny Ace auch so dringend. Na klar. Ein Mann mit dem Charisma von Toastbrot. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Und ich meine, Mann von Charisma mit Toastbrot, also da haben wir auch gleich noch jemanden, nämlich meinen besten Freund, Alberto das Arschloch. Ganz Bei uns, ruhig, werd bleib bei. professionell. Ich hasse diesen Mann und da kann ich nicht professionell bleiben. Da lasse ich meine Emotionen auch komplett raus und erst bei Johnny Ace, natürlich. Und der redet ihm ein, dass er noch nie in einem Hell in a Cell Match war und das gewonnen hat. Und jetzt ist er das erste Mal in einem Last Man Standing Match. Also, das wird doch was. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der liebe Del Rio tatsächlich auch ein bisschen tatsächlich nicht so gut behandelt wird wie alle anderen von Johnny Ace. Vielleicht ist das eine neue Taktik. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß es wirklich nicht. Dann habe ich mich kurz erschreckt, als der Undertaker zu sehen war. Es war aber nur eine Wachsfigur von ihm und von meinem lieben Freund Johnny C. Ja, das sieht man ja schon, wie verblendet die heutige Jugend ist. Man stellt einen Cena auf die Höhe eines Undertakers. Let's go, Cena. Cena sucks! Die, Rocky, die. Fuck, ist egal. Ich freue mich schon auf Survivor Series Review. Ich glaube, da geht das ja wirklich die ganze Zeit nur so. Die, Rocky, die. Fuck you, Cena. Die, Rocky, die. Da werdet ihr den Ösi 90 Minuten lang nichts anderes hören. Das merke ich mal. Und wenn du das machst, ich glaube mir, ich bring dich um. Ich werde das Tippspiel vorher gewinnen und dir verbieten, auch nur irgendwas gegen Cena zu sagen. Von mir aus gegen Rocky, so viel du willst. Apropos Tippspiel, Cody Rhodes gegen Randy Orton. Wir haben natürlich alle einstimmig auf Cody Rhodes, nein, natürlich nicht auf natürlich Übermensch Randy Orton, John Und Cena Nummer zwar 3. wollt ihr wissen, warum wir alle auf Randy Orton getippt haben? Weil es nicht um den Titel ging. Nein, weil Randy Orton die letzten zwei Pay-Per-View-Matches verloren hat. Du kennst die Stimmt. neueste Order der WWE. Orton und Cena dürfen nicht drei Pay-Per-Views am Stück Ob es verlieren. die Philipp auch schon gibt, wer weiß. Ich habe irgendwie Es das gibt nur Gefühl. für die beiden. Es gilt nur für die beiden.
Dafür darf man vielleicht sagen, dass Cena ja jetzt im Prinzip im Hell in a Cell nicht wirklich verloren hat. Das heißt, Er hat es offiziell verloren. Stimmt, er hat den Titel verloren, verdammt. Aber egal, kommen wir doch erstmal zum für mich Main Event des Abends, auch wenn du das vielleicht nicht so gerne hörst, weil Brandy hier drin ist. Aber Cody ist, oh, ich liebe den Mann, also seit der Promo, die ich letztens bei Raw gesehen habe, sowieso noch mehr. Da ist er wirklich noch kranker geworden, als er schon vorher war. Und diese kranke Lache, die er da gezeigt hat. Und oh, die Beggars. Randy Orton hat ja jetzt auch so einen schönen Papierding mal über den Kopf gekriegt. Und seine beiden Kumpels hat er hier natürlich auch wieder dabei. Seine beiden Leute, die da mal diese schönen Mützen verteilen für alle Menschen, die ich nicht verstehe, warum sie die nicht mal irgendwie von Ringside verweisen, denn die sollten ja auch noch in dem Match eine tragende Rolle spielen. Aber geh du mal aufs Match ein, Ösi. Naja, bei Randy Orton Matches ist es eigentlich immer so, dass es mit einem Lock beginnt. Und das Der auch hier. Master der meisten Loks. Und ich habe noch verzweifelt auf meinem Laptop die Vorspultaste gesucht, weil das Match so langsam ist. Bei Randy Orton gab es leider nicht diese Vorspultaste, was mich sehr geärgert hat. Und ich halte von Randy Orton im Ring von immer weniger von Jahr zu Jahr. John Cena Nummer 3 wäre hier. Yay. Wir brauchen mehr davon. Philipp soll ja demnächst Nummer 4 werden. Hoffentlich nicht. Menschen sollen auch verlieren müssen. Nach heute muss man leider sagen, also nach dem Pay-Per-View muss man leider sagen, dass ich doch die Angst habe, dass er immer mehr in die Richtung gepusht wird. Naja, ist natürlich das Nonplusultra. Man sieht es ja in allen anderen Wrestling-Ligen der Welt. Moment. Ring of Honor. Moment, es gibt doch nichts anderes als die WWE, oder? Nee, geht's nicht. Gibt nur WWE. Die haben ja auch bald ihren eigenen Fernsehsender, ob dann alles besser wird, ich glaube nicht. Der wird von Anonymous gehackt. Hoffen wir es doch mal. Und dann ist unser lieber Michael Cole kriegt dann noch seine eigene Show. Hey, Gott. wie wär's mit Kochen mit Big Show? Moment mal, kennst du das Rennspiel von WWE? Nein. Und ich weiß, dass es schlecht war. Da gab es Kochen mit Kane, weil, also Big Show Kane, da ist ja nicht ein großer Schritt dazwischen. Tja. Was heißt das? Ja, ich habe das Spiel. Um zum Match zurückzukommen, also natürlich hat dann Cody Rhodes versucht, das Tempo reinzubringen, denn Geschwindigkeit 0,5 ist halt ein bisschen wenig. Gehen wir mal ein Also das bisschen höher. Problem ist, dass er selber ja Techniker ist, also ist er auch nicht der Schnellste. Tja. Doch dann macht er den Fehler seines Lebens, dass er einen Headlock ansetzt und dann mit einem Backsuplex gekontert wird. Ja, das ging dann, plätscherte eigentlich dann so vor sich hin, also so typisches Randy Orton-Match, das nicht auf der Höhe der Matches gegen Christian Cage war. Allerdings höher ist das gegen Mark Henry, das muss man schon sagen. Warum schreit um 21:30 Uhr ein kleines Kind draußen nach seiner Mama? Weil es ausgesetzt wurde. Egal. Jetzt hab ich den Faden verloren. Kein Problem. Übernimm du bitte, jetzt bin ich. Ich will eigentlich gar nicht mehr so groß auf das Match eingehen, weil ich muss ehrlich sagen, also man kann so einem Match gar nicht viel sagen, außer Randy Orton mit seinem üblichen Stil. No selling at its best. Und Cody, der sich echt den Arsch abwirkt, wie als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ja, dann war der Sieger auch relativ klar natürlich wieder mit dem RKO out of nowhere. Was auch sonst. War ja total kreativ. Also da bin ich echt froh, ganz kurz, um ja kurz mal wieder eine Lanze für meinen Liebling zu brechen, dass er auch noch einen zweiten Finisher hat, den Orton nicht hat anscheinend. Einen sehr schlechten Submission Hold, Ja, der aber lächerlicher wenigstens. aussieht wie Stück Aber Brot. wenigstens einen zweiten Finisher. Und der wird fast so hart verkauft wie das Hell's Gate. Tja. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was daran so schlimm sein soll, aber ich meine, es ist John Cena, da tut ja alles dreifach weh. Eben, genau, hallo. Ich bitte dich, das ist der einzige Mann, der nicht abnehmen musste. Lassen wir das. Andere Geschichte. Ja, Männer, Randy. die nicht abnehmen müssen. Ja, Mark Henry gegen die Big Show. nachdem Randy Orton gewonnen hat, kam es dann zum World Heavyweight Title Match. Mark Henry gegen Big Show. Und wenn ich mal kurz auf die Tipps Die gucke. Tipps sind sehr lustig gewesen. Ich und der Ösi haben auf Mark Henry getippt, während Otis tatsächlich so hirnverbrannt war, auf The Big Show zu tippen. Hallo, dies. Und Hallo, Otis. jetzt kommt das Traurige an der Sache. Oh, es hat genauso viele Punkte geholt wie wir, nämlich 0. Aber wie es dazu kam, das kann uns jetzt Eddie mal ein bisschen näher erläutern. We want Lesnar. Ganz kurz muss ich sagen, für ein Powerman-Match war es wahrscheinlich das beste Powerman-Match, also weitaus besser als
Die hatten, ich glaube, Money in the Bank oder irgendwann hatten sie dieses Jahr schon mal ein richtiges Match gegeneinander. Die meisten waren ja ziemlich schnell vorbei. Und das war tatsächlich kein schlechtes Match. Dafür, dass wir jetzt hier Mark Henry gegen Big Show hatten, habe ich nicht viel erwartet und ich habe auch nicht viel bekommen. 380 Kilo hat mit einem Ring. War halt Wenn nicht sogar intensiv. mehr. Ich glaube, mehr als intensiv kann man nicht sagen. Und dann, ich glaube, was eigentlich wirklich das Wichtigste an dem Match ist, ist der Brock Lesnar Gedächtnisspot. Den natürlich unsere lieben Kommentatoren wieder mal so gehypt haben wie One thing that I never have seen in WWE. Ich musste einfach nur 8 Jahre zurückdenken und dann dachte ich mir so, Ich sag doch, dass die WW kurzlebig ist. Logikprobleme und WWE. Man sieht eindeutig, also wirklich genau das gleiche. Ein Superplex, nicht mal ganz durchgezogen, also er klettert nicht mehr ganz bis hoch, sondern nur zur Hälfte hoch. Superplex, Big Show, also Henry Superplex, Big Show. Der Ring bricht zusammen und natürlich können beide danach nicht mehr stehen, sind tot. Also Big Show muss wieder mal von seinem Lieblingswagen aus der Halle gefahren werden, während Mark Henry erstmal noch aushumpelt und dann doch zusammenbricht. Das Ganze endet natürlich in einem No Contest. Jetzt hat man allerdings tatsächlich Unsafe Working Environment geschaffen fürs Main Event, für den Last Man Standing Match. Allerdings kommen vorher noch Teddy Long und John Laurinaitis zum Ring und sagen: Nee, also wir wollen jetzt hier noch eine Main Event, muss sein, scheißegal, wie es Big Show und Henry geht, the show must go on. Eigentlich kein schlechter Gedanke, zwar man ja, ich denke mal, Mark Henry und Big Show hat eh jetzt nicht so viele Leute interessiert. Entschuldigung, wenn euch das Match interessiert hat, seid ihr irgendwie ein bisschen doof. Wie Hat es dich nett. interessiert? Scheiße Kommt, aus. eben, das war Mich so ein bisschen interessiert die erwartet, WWE bis. von Grunde auf nicht. Ach komm, sonst würdest Ich du es gucke mir nicht. das an, um die Leute auszulachen. Siehst du, das ist doch, hier hast du zwei dicke Jungs, die du auslachen kannst. Ich mache mich lustig über die WWE-Fans. Das weiß man auch. Hallo da? Ja. Hallo da! Ja. Also. Also, Main Event Time. Last Man Standing Match ohne einen Ringdefaktor. Alberto Del Rio gegen John Cena. Ich habe auf Johnny getippt, alleine wegen der Stipulation Last Man Standing Match. Die beiden anderen haben auf Alberto getippt. Zurzeit sind es noch gleich viele Punkte für alle. Das Ergebnis erfahrt ihr am Ende. Ich habe jetzt mal kurz mal wieder recherchiert. Es gab vor diesem Match 43 Mal die Begegnung gegen Del Rio und fünfmal, ja, hat Del Rio gewinnen dürfen. Gegen Cena, meinst du jetzt? Hast du mal recherchiert, wie viele Last Man Standing Matches Cena schon hatte? Das kann jetzt eine Minute dauern, du kannst wieder auf das Match eingehen. Gut, also man merkt schon ein bisschen, dass die beiden tatsächlich sich ein bisschen seltsam fühlen und dass teilweise bei einigen Moves, zum Beispiel in Five Finger Shuffle von Cena, fehlt einfach mal das Seil und ja, Ricardo versucht halt auch permanent anzugreifen. Es ist also de facto teilweise wieder ein Handicap-Match. Ricardo, der ja selber, glaube ich, bei FCW unter Vertrag steht und da wrestelt, weil. Ausbildungsliga, richtig. Ja, genau, die Ausbildung, Ich habe es ja. mir herausgesucht. Also es gab fünf Last Man Standing Matches. Und ja, nicht alle konnte Cena gewinnen, aber die zwei wichtigsten hat er gewonnen. Kannst du mir mal kurz sagen, welche fünf das waren? Steht das da? Weil ich weiß auf jeden Fall Das von. erste Last Man Standing Match war bei einer House Show, das kein Schwein interessiert. Okay. Gegen Edge, dass Edge gewinnen durfte. Dann beim Royal Rumble 2007 gegen Umaga. Das wusste ich, das habe ich gesehen, aber auch irgendwie, dass Ei kaputt hat. Auch Johnny gewonnen. Richtig. Dann bei Backlash 09 hat ihn Edge besiegt. Das war das, wo Big Show ihn in diese komische, ne, Lampe reingepfeffert hat. Möglich. Und im Extreme Rules 2010 besiegt er Batista. Ah, okay, das war das, wo er ihn. Okay, dann waren das doch tatsächlich alle, die ich mich erinnern konnte. Es gab nicht mehr. Und heute das gegen Del Rio, wie, also Sonntag. Was er gewonnen hat, das verraten wir noch nicht. Nein, es geht ja schon doch hier um das Match, das hier auch definitiv mit 27 Minuten sehr, sehr, sehr viel Zeit, für ein Last Man Standing Match vielleicht sogar noch ein bisschen zu wenig Zeit Ich habe gekriegt gerade hat. nachgeguckt, alle anderen Last Man Standings waren zwischen 24 und 29 Minuten von Cena. Also, die kriegen auf jeden Fall viel Zeit und das ist gar nicht so doof. Ich meine, man baut das Match auch wirklich wieder typisch auf. Cena darf Super Cena spielen. Zum Beispiel wird er unter diversen Backstage-Materialien begraben, wird ins Eingangsschild geschubbt, also in diese Kulisse, das große V von Vengeance wird da reingeschubbt. Und ja, Cena ist natürlich auch bekannt für No Standing at its best. Und auch Rodriguez liegt teilweise ziemlich lange am Boden und. Waren auch wirklich schöne Spots dabei. Also, man muss sagen, ich glaube, alles im Allen war das eines der besten, und das muss ich jetzt ohne Übertreibung sagen, echt Best Man Standing Matches ohne Blut, die ich gesehen habe.
Vielleicht, Wie viele Last Man Standing also, Matches gab es ohne Blut? Drei? ja, es kann gut hinhauen. Ich glaube, es Das gab ist bei nicht viel. Extreme Rules dieses Jahr eins, letztes Jahr eins und noch irgendwann eins. Da ist es ja auch nicht schwer, bei so wenig Matches das Beste zu Ja, abzuliefern. natürlich. Aber von Alberto, du weißt, was ich von Alberto halte. Und ich meine, Johnny ist ja auch nicht jemand, der mich immer überzeugen kann, weil ich Fan von ihm bin. Stehen von Sina kann ich gar nichts abhalten. Eben, siehste? Na, sagen wir mal so, ich habe nichts erwartet von diesem Match und ich bekam ein bisschen mehr raus. Glücklich war ich darüber Das. auch nicht. Aber hey, ich habe das Match ja nicht gesehen. Ich lebe hier nur die ganze Zeit. Ich weiß ja gar nicht, wie es ausgegangen ist. Ja, natürlich weiß er nicht, wie es ausgegangen ist, Weißt du, aber bin da ich. versucht man einmal in seinem Leben die Wahrheit zu sagen und dann glaubt man es einem nicht. Glaubt dem Özi kein Wort, er ist der schlimmste Lügner von allen. Also, du kannst auch jetzt aufs Finish, nein, Quatsch, aufs Finish gehe ich ein, denn da kommen wir zum größten Logikproblem am ganzen Abend. Man mag mich steinigen dafür, aber. Ein FU durch einen Kommentatorentisch, natürlich war es der Spanische, ein Spanier muss ja auch durch den Blöde Spanischen, beziehungsweise Frage. ein Mexikaner muss ja durch den spanischen Kommentatorentisch, natürlich noch von einer Ringtreppe, beziehungsweise von der ganzen Ringtreppe aus kassieren und dann, anstatt dass der Ringrichter anzielt, nein, er guckt nochmal in den Ring, oh, da kommen ja zwei Menschen, oh, Johnny, Mensch, geht doch mal in den Ring, lass dich doch mal attackieren von Mr. und Truth, krieg beide Finish ab, komm aber bei neun nochmal hoch, oh, Alberto kommt endlich auch mal auf die Beine, oh, noch einen Schlag mit dem Gürtel und oh, bei 10,5 ist Cena erst wieder oben, also Win für Alberto, aber total dämlich, weil er hätte derzeit eigentlich schon bis 20 ausgezählt werden können von jedem normalen Referee. Wir waren noch mal in der Ref. Ich weiß es nicht, ich weiß, dass beim Damenmatch wieder unser lieber Freund der Schwarze der Ref war, genauso wie beim Justin Damenmatch King. am Montag, der Schwarze. Also, man muss sagen, das ist so ein bisschen der Earl Hefner von WWE. Warum sagt eigentlich immer Hefner? Absicht? Absicht, ja. Ja, okay. Ich verstehe. Ja, das Also. bedeutet, Alberto Del Rio konnte seinen Titel verteidigen. Er wechselt mal nicht mal wieder zum 20. Mal zu John Cena. Ohne dass Cena jetzt übermächtig dargestellt wurde, ja. Naja, wer bei einem Last Man Standing Match bei 10,5 steht, lassen wir das. Ja, Das aber ist wie hat das er. Finish bei WrestleMania 6, als Hogan bei 3,01 schon wieder auf den Beinen war. War das nicht King Warrior? Ja, genau das. Mhm. Natürlich, Hogan darf. Also, Hogan und Cena, wird immer mehr und mehr eine und die gleiche Person, habe ich so das Gefühl. Ich kann beide nicht leiden. Randy Orton kann ich auch nicht leiden. Lass mich überlegen, wie kannst du überhaupt leiden? Mich kannst du leiden. Ich muss mit dir zusammenarbeiten. Hat mich mal vermisst, aber psst, nicht weiter sagen. So, damit darf man auch sagen, dass ich tatsächlich das Tippspiel verloren habe, weil ich auf zwei Risikotipps gegangen bin mit Christian und John Cena. Willst du mir sagen, dass mein Zack Ryder-Tipp kein Risiko war? Du hast einen Risikotipp gehabt, mein lieber Freund. Alle anderen waren ziemlich safe. Und trotzdem habe ich nicht 8 Punkte, also 7 von 8 in dem Fall dann. Ich habe nur 6. Ja, ich habe nur fünf, also leck mich. Na, stehst du drauf, meine Mutter. So, Match des Abends. Ich habe in einem John Cena Main Event gegen Cena getippt, dann, wenn das mal kein Risiko ist. Nicht, wenn man erst vor 2 Monaten, nee, 1,5 Monaten Cena als Champion hatte. Und Cena Das erst ist ein kein verloren Argument. und Cena erst ein Match verloren hat in der Zeit. Das ist kein Argument. Ich gebe mal eine wunderbare Regentschaft von Batze. Cena, 8 Tage Batze, Cena. Jetzt bist du gefragt. Das sind weniger als 2 Wochen. Ach so, ja, da war ja was. Naja, Batze ist ja nicht mehr da. Der heißt ja jetzt Mason Ryan. Und zeigt seinen neuesten Big Boots. Ah ja, stimmt. So, kommen wir zum Match des Abends. Du bist mal der Erste hier. Was? Ich soll anfangen? Oh Ja. Gott. Da ich ja nur einen halben Pay-Per-View gesehen habe und mir kein Fick Schwein. dich doch, hör auf, so einen Scheiß zu labern, Junge. Es reicht jetzt. Was ist, wenn es die Wahrheit ist? Es glaubt dir hier keiner, dass du so unprofessionell bist, mein lieber Österreicher. Stimmt, dafür weiß ich nämlich zu viel. Was gebe ich dem Match? Was geben wir dem? Was geben wir dem? Also dem Best, das beste Match des Abends. Ich guck mir mal die Card kurz an. Nein, 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 vielleicht. Nein, nein, nein. Cena Sheamus. Ah! Sheamus Christian Cage. Gut, dann wird es dieses Mal keinen eindeutigen Sieger geben, denn ich bin tatsächlich für Cody gegen Randy. Beziehungsweise Cody Rhodes. Danke.
möchte ihn eigentlich nicht an Randy Orton wieder mal vergeben. Der hätte ihn nicht verdient. Also sind wir uns nicht einig. Also gibt es diesmal kein Match des Abends oder gibt es zwei Sieger dann? Also weiß ich nicht. Wie handhaben wir das? Das ist blöd, wenn wir nur zu zweit sind. Wir handhaben das, dass ich hier der Chef bin und ich das Sagen habe. Nein, Fick dich Spaß. doch einfach. Einigen wir uns auf Christian und Cody, dass sie beide den bekommen. Genau, ich finde auch, Christian gegen Cody Rhodes war das Match des Abends. Und Sheamus ist dabei auch noch hier beteiligt. Sheamus gegen Randy Orton war der Stinker des Abends. Nein, Spaß beiseite. Man darf vielleicht noch sagen, der Fail des Abends, da fange ich jetzt wiederum an, war für mich das Brock Lesnar Gedenkfinish bei Mark Henry gegen Big Show. I have never seen this in WWE history. Das Stimme war ich dein zu. Fail des Abends? Danke, okay. War mir irgendwie schon fast klar. Also, das ist einfach so unnötig hoch 10 Und bitte gewesen. fang du mit den Punkten an, bitte. Natürlich. Ich gehe mal ganz schnell, heute tatsächlich relativ schnell, das Ganze, die Karte nochmal kurz durch. Ich weiß, es ist inzwischen bei mir so zum Ritual geworden. Tag Team Match, Tag Team Division im Allgemeinen kriegt bei mir jetzt inzwischen fast schon automatisch Pluspunkte, weil sie die echt gut umsetzen. Gut, also gutes Match, guter Opener. Doch, auch wenn es dir nicht gefällt, Özi, es ist so. Es ist Gut besser als das. umgesetzt, das ist nicht gut umgesetzt. Das sieht man, wie tief Zwei. WWE mittlerweile gesunken ist, dass ich das als gut umgesetzt definieren muss. Junge, es ist weitaus besser als das, was wir vor 2 Jahren noch hatten. Ja, es ist besser als das, aber es macht es doch immer nicht gut. Das heißt für mich aber, dass Fortschritte zu sehen sind. Und überall, wo Fortschritte sind, das bewerte ich positiv, ob es dir gefällt oder nicht. Aber ich meine. Statt blind ist er nun einäugig. Herzlichen Glückwunsch. Oh, der einäugige ist König. So, United States Title Match natürlich viel zu kurz, war aber auch zu erwarten. Deswegen hier auch kein Abzug, noch kein Stinker irgendwie im Allgemeinen. Damen-Match definitiv wahrscheinlich besser als jedes Kelly-Kelly-Match jemals. Oder auch jedes na, wie heißt nochmal, Bella Twin-Match. Sheamus gegen Christian für den Ösi. Main Event für mich nicht ganz, definitiv aber auch wieder. Christian zeigt einfach, dass er rockt und rockt und rockt. Mit Truth und Miz hat er das nächste Match komplett falschen Sieger und auch der liebe Kevin Nash hätte hier nicht sein müssen. Total auch fehl am Platz, weil es ja eigentlich die Main Event Storyline ist und die schon im viertletzten Match verarbeitet wird. Cody Rhodes und Randy Orton definitiv zu Recht von mir, finde ich, als Match des Abends gewählt worden, weil Cody einfach nur rockt hoch 10. Ich meine, Gimmick, In-Ring, der Mann hat einfach alles Aussehen. Er sieht nicht so übertrieben aus. Die beiden Dicken gegeneinander war jetzt nicht so schlecht wie erwartet, aber Brock Lesnar Gedenkfinish hätte man sich sparen können und Ich meine, Alberto, darf ich noch der, ganz kurz ja. einfahren? Man hätte sie nicht unbedingt sparen müssen. Aber es als das verkaufen, dass es das noch nie gab. Das ist der große Fehler. Ja. Und Alberto, der mich tatsächlich so langsam, aber auch nur ganz langsam versucht von sich selber zu überzeugen, aber ich denke nicht, dass ihm das gelingen wird, denn er ist immer noch ein. Ich möchte nur mal ganz kurz auf die Chance während des Matches eingehen. Es war nicht üblich nur Fuck you Cena oder Let's go Cena und so. Nein, es war Let's go Cena CM Punk. Kein Mensch im Saal hat sich für Alberto Fuck you Del Rio interessiert. Alle wollten lieber Cena gegen Punk sehen, wenn schon Cena sein muss. Also ich möchte bitte da die WWE doch darum bitten, dem lieben Herrn CM Punk doch endlich seinen Teil zu geben. Inzwischen hat er ihn nämlich, glaube ich, echt besser verdient als jeder andere. Danke. So, ich gebe dem Ganzen summa summarum 6 Punkte. Bin ich dran, oder? Ja, Ösi. Sagen wir mal so, man hätte diesen Pay-Per-View wieder mal umbenennen müssen. WWE Vengeance 2011 trifft es nicht ganz. WWE Belanglosigkeit 2011 trifft es eher. Warum? Es ist ein Aufbau-Pay-Per-View. Das war von Anfang an klar und es hat sich bestätigt. Und sowas eigentlich, ganz ehrlich, es war scheißegal, wer was gewinnt. Es juckt doch egal, was hier passiert. Also mich juckt es überhaupt nicht, dass. Soll ich mal irgendein Beispiel raus? Dass Randy Orton gewonnen hat. Es juckt doch eh keinen. Der Pay-Per-View war unnötig wie ein Kropf am Morgen. Warum präsentiert man uns 13 Pay-Per-Views im Jahr, wenn man sie nicht verkaufen kann? Warum? Die Buy-Rates sind kotzübel und man denkt sich, woran könnte das liegen? Der Fan, dem ist das vielleicht zu viel. Hau mal noch ein Pay-Per-View rein. Ist ja sicher eine super Idee. Zum Pay-Per-View selbst. Stinkig war nichts wirklich. Das, was schlimm zu erwarten war, wurde ein bisschen besser dargestellt. Aber Weltklasse war kein einziges Match, dass ich das Wort Weltklasse im
Bezug auf Match und WWE präsentiere, ist sowieso schon wahnsinnig von mir. Persönliche Meinung. Und ja, Belanglosigkeit 2011 bekommt von mir 5 Punkte. Gute Nacht. Damit sind wir dann auch bei einem Schnitt von 5,5 Punkte. Ich weiß, wir geben keine Komma-Punkte, also wieder scheiße, dass wir nur zu zweit sind. Deswegen müssen wir dem Pay-Per-View, glaube ich, tatsächlich dann die 5 Punkte lieber geben, weil ich tendiere auch fast schon eher zu 5 hin. Man darf aber noch ganz kurz abschließend sagen, dass ich jetzt wirklich hoffe, dass sie aus dem nicht ganz so verkackten Pay-Per-View bei Survivor Series nicht noch was Schlechteres machen, was mir leider, leider wahrscheinlich nicht vergönnt sein wird. Denn das ist nämlich unser nächster WWE Pay-Per-View. Paddy, du freust dich ja schon drauf, oder? Oder ich glaube, erstmal ist eh Turning Point dran. Hey, da Bei ich ja unserem das lieben Freund. TNA-Tippspiel gewonnen habe, muss ich mir was überlegen. Und du hast auch das WWE Pay-Per-View-Tippspiel gewonnen. Da kannst du dir auch noch was überlegen, zusammen mit Otis zusammen Gott, allerdings. also Hihi. für Survivor Series, da weiß ich mir schon, was ich mir genommen habe. Ach Gott. Ich bekomme totale Shootfreiheit. Kann man das nicht nochmal irgendwie ändern? Hättest du Ich gewonnen, bin, ja, dann hätten. glaube ich, bei, ich glaube, ich bin bei Survivor Series einfach mal krank, Leute. Bist du echt feige. Ja, guck, Otis ist auch schon wieder nicht da. Der ist zu blöd, um sich zu merken, dass er ein Headset mitnehmen soll. Hi, Otis. Ja, Blödheit ist aber verdammte gute Ausrede, okay. Gut, dann sage ich jetzt hier an der Stelle mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ging alles ein bisschen schnell, ein bisschen durcheinander. Vielleicht auch beim nächsten Mal wird es wieder besser, versprochen. Jupp, tschüss.